Asche. Knut 1-2, wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was! Na, mach schon. Aber wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie! Ja, gut. Auf einmal explodiert dann das Fernseher. Oder sein Vater. Na los, geh kaputt. Nur weil die Butter da alles dann muss ja nicht gleich jemanden umbringen. Ist doch ja alles erledigt. Das spawnt noch ein neues. Jawohl, das, ja, wo denn? Es wird dir angezeigt, Daniel, wenn es gespawnt ist. Da wird dir nichts mehr angezeigt. Dann geh doch nach Hause. Dann fick dich doch, ich bin Kevin Bacon. Ach da, boah. Ich hab doch gesagt, das spawnt. Die müssen erst ein neues bauen. Das ist die letzte. Extra für den Daniel. Was, das war's? Ja, das war scheiße. Und danach spielst du einen Schwarzen. Ah, okay. Und dann verliebst du dich in einen anderen Schwarzen. Oh. Oh. Was hast du denn? Also, das war's. Ich weiß nicht, was das war. Hört sich an, als wär's auf Klo oder so. Ich habe Hilfe gebeten, damit es klappt. Triff, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Ich lieg auch ausgestreckt. Dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Frust. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, mieses Gefühl bei der Sache. Ja, ich weiß. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßdruck. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Hm. Der ist sehr granatenorientiert, der Lando. Okay. Die eine Granate ist, glaube ich, diese Bagdad-Granate aus dem ersten Battlefront. Die heilt einen. Okay. Millionen-Granate oder irgendwie so. Ja, so weit ähnliches. Das ist wie der Detonation, das muss zünden. Und das andere ist halt ein sehr schneller Blasterschuss, das ganz oben. Und eine ist eigentlich das, was Han Solo hatte im ersten Teil. Mittlere. Okay. Glaube ich. Oh ne, warte mal, der hat der Sando hat hier die oberste Fähigkeit von dem ist so eine High Noon Fähigkeit. Ja, genau. Muss warten, dann visierst du alle Gegner an und dann boom. It's high ground. Ey, muss mal mit dem zoomen. Hast du schon mit dem gezoomt? Oh ja, cool. It's high. Das ist ja richtig awesome, ey. Das ist voll praktisch, ey. Sehr geil. Sind wir hier bei Splinter Cell. Splinter Fabulous, Daniel, weil wir so fabulous aussehen. Man muss aber richtig nah gehen mit der mittleren Fähigkeit. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Okay, linke ist einfach nur eine Rauchgranate. Okay. Ich kann die ganzen Informationen hier mal nachgucken. Das eins. Ich habe hier aber keine Eins. Der sah so aus, als hätte der Herzklabaster gehabt, der. Und ich bin immer noch General. Orlando ist so fabulous, ne?
Und hier drinnen sind verdammt nass, was ist der Punkt? Wie sieht's aus wie bei mir zu Hause? Essen wie die Astronauten. It's high ground. Ist ja gut, Daniel. Ich hab... Weil schon, ich hab jedes Mal jetzt sagen. Ich hab mal... Warum? Erst Asche, hast du irgendwie einen Riss in der Platte oder was? Asche. Blut, Asche. Blut. Und ich bin immer noch General. Arschgaue. Was soll der Dreck, ey? Was ist denn das für ein technologischer Bullshit? Geht das Ding jetzt auf oder nicht, ey? Die Tür, scheiße, wie soll ich denn da durchgehen? Komm nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Cockpit. Das ist bestimmt bequem. Was ist denn das für ein Ding? Hey, würden Sie bitte... Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Ich bin Superheld, ich brauche einen Umhang. Für umso mehr fürs Team. Ich sag doch, der ist fabulous, Daniel. Die Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Und wir stehen die Waffen und legen die Fabrik stehen. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptterminal. Dort könnten wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ah, du und ich wieder im Einsatz. Was werden denn hier hergestellt? AT-ATs oder was? Ich vermisse das überhaupt nicht. Ja, okay, sieht nach AT-AT aus. Ja. Okay, gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Gesehen. Ich hab schon drei erledigt. Ich sehe hier noch gar keine Gegner. Mich haben sie schon gesehen. Viel gemütlicher so. Na, dann stirbst du nicht so. Nein. Komm her, ich schlag dich. Radius zu schocken, okay. Dafür ist wahrscheinlich auch, ja, hier diese Röntgen, diese Wärmeblick für die Rauchgranate, damit du die Gegner immer noch sehen kannst im Rauch. Ah. Ja, ne? Ja, Logik. Oh Gott. Hier sind so viele Gegner. Weißt du, was du gegen so viele Gegner machen kannst, Daniel? Töte sie. Lukas hat sein letztes Spiel verloren. Was? Hast du verloren, dein letztes Spiel? Ja. Okay. Dann ist alles gestorben. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Ich versteh's jetzt, ich verstehe den Witz irgendwie nicht. Was stand da? Also. Also Anspielung auf. Ja. Ja. Der Millennium-Falke, wie Han Solo den von denen gewonnen hat. Vor allem, das ist bekannt, dass der geschummelt hat, der Han Solo, um den zu kriegen. Der hat bei dem Spiel gecheatet. Der ist ein Bastard. Oder ein Schmuggler. Ja, ich glaube nicht, dass Schmuggler irgendwie schummeln sollen. Die schmuggeln und nicht schummeln. Wenn er ein... Was? Oh Gott. Ich bin gerade mein High Noon, verdammt.
Benutze diesen Scheiß gar nicht, ey. Ich weiß nicht, ich verlasse mich nicht so sehr auf Fähigkeiten irgendwie, ey. Ah, meine Augen. Ja, was hast du eigentlich immer mit deinen Augen, ey? Ja, ich krieg hier gar keinen. Ja, ich irgendwie nicht, ey. Bei mir sind die schon lange tot, ey. Oder verkrüppelt. Bei mir haben die keine Hände. Die tun sich mit Stumpffisten. Oh, yeah. Alter, wieder den Acker so an, dabei kennt der dort gar nicht, ey. Ich bin ein Computerexperte, ich habe lockige Haare. What? Nein, eben anders. Ich bin schwarz und deshalb weiß ich, wie man Gitarre spielt. Gefällt dir das besser? Ich glaube, der Alien-Typ, der bringt uns noch um, der hasst uns voll. Hey, wir sind nicht tot. Wie schön. Also zum Terminal und den Laden abschieben. Ah, ich gucke mir die vierte Staffel von Star Wars Rebels an. Okay. Wobei, da ist jetzt erstmal wieder Pause. Erst im nächsten Jahr geht's weiter, ey. Schön. Das ist die letzte Staffel. Ich will einfach nur sehen, wie halt Kanan und Ezra, die zwei Jedis, da sterben, ey. Die müssen sterben, die haben in den anderen Filmen nichts zu suchen, also müssen die sterben. Nur das ist irgendwie schwer vorstellbar, weil das eine Serie ist, wo Leute nicht unbedingt sterben. What? Ja, das ist eine Kinderserie. Tod wird da nicht unbedingt, ein Stormtrooper oder so stirbt, aber das... Weiß ich nicht, das ist nicht so ein ernster Fall, ey, ganz ehrlich. Da fließt kein Blut oder so, da fliegen keine Köpfe. Außerdem sind das gesichtslose Typen, die irgendwie völlig bedeutungslos sind. Da sterben nicht wirklich irgendwelche wichtigen Charaktere. Ich bin einfach mal gespannt, was sie mit denen machen, die müssen sterben. Es ist zum Beispiel schon eine andere Kinderserie am Laufen, die ist ziemlich verhasst im Moment unter den älteren, die heißt Force of Destiny oder so. Okay. Ja, weil die das ist keine animierte Serie, sondern, also keine computeranimierte, sondern Zeichentrick. Eine Folge geht nur so ein paar Minuten, ey. Und Anakin sieht irgendwie aus wie Prince Charming irgendwie da drin, weiß ich nicht. Ist einfach ziemlich dämlich. Aber was man dadurch gelernt hat, ist, dass die eine aus der Rebels-Serie, die überlebt bis Episode 6. Da wissen wir schon mal, dass einer bis Episode 6 davon durchkommt, von der Crew da, ey, aus Rebels. Auch nicht schlecht. Fuck. Was war das denn jetzt für ein Schrei? Nein, aber ich bin gerade gestorben, ey. Wir haben uns gegenseitig umgebracht. Ich hab den Stormtrooper gehauen und der hat so... Du bist auch gerade gestorben. Ja, ich hab ein paar Mal daneben geschlagen, das war peinlich. Ich verlasse mich irgendwie nur auf meine Schusskräfte irgendwie, statt auf meine Fähigkeiten. Das ist keine gute Idee eigentlich. Aber das zeigt nur wiederum, wie ich dem Daniel so überlegen bin. Mit in die Fresse. Ja, ich weiß auch noch meine Schussfähigkeiten. Na, ich setze die Fähigkeiten irgendwie gar nicht. Ich meine meine Schussskills. Ich setze die Fähigkeiten an der Seite da gar nicht ein, ey. Ich setze nur meinen Blaster ein, ey. Scheiße. Ist mal lohnen, wenn die ein paar mehrere sind, ey. Ja. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir so oft sterben. Das überrascht mich eigentlich. Ich dachte, das ist easy peasy. So ein bisschen damit gerechnet.
Ja, da du stirbst, ist keine Überraschung. Ja. Du stirbst doch ständig. Nein, Scherz, ich weiß nicht. Ich habe ja verrückt, denn am Battlefield irgendwie. Hab ich ja mit einem Kollegen auch gemacht. Die Kampagne oder was? Ja. Ja, bin ich auch dauernd verrückt. Und seinetwegen ist er auch verreckt. Er war ein bisschen ungeduldiger als du. Oh, wieso? Hat er dich geschlagen da? Das Internet, ja. Was? Ja. Der kann da. Alter. Hier sind ganz schön viele. Sag mal, was siehst du eigentlich da immer? Und du sagst, ich sehe immer irgendeinen Shit, ey. Ich hab gesehen, wie der die Granate geworfen hat. Ich wollte sehen, ob der mich genau trifft. Der hat mich genau getroffen. Die ist von mir. Ey, Daniel, ich hab hier noch nicht eine Blendgranate gesehen, ey. Bei mir sterben die so schnell, die haben gar keine Zeit, Granaten zu werfen. Bei mir auch. Ja. Musst du mal so eine Blendgranate abkriegen, während du da am Zoomen bist mit dem Visier da. Das sieht bestimmt geil aus. Ich springe jetzt einfach mal in den Lavafluss. Die ganze Zeit hier am Zoomen. Ja. Das mach ich auch. Nochmal zu Ihrem Plan. Ich meine, das sieht doch dann noch schlimmer aus, wenn du zoomst und dann noch geblendet wirst. Schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das hier macht. Oh nun? Versuchst du eigentlich auch den in die Köpfe zu schießen, Daniel? Ja klar. Nur. Ich schieße gar nicht anders ab. Boah, jetzt kann ich interagieren, ehrlich. Der kommt immer höher. Schwimmen! Eine Fluchtstrategie. Wir können mit unserem Cape fliegen. Ja. Die sind super, ey. Ich glaube, die sind scheiße. Bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Ey. Wo geht's denn hier raus, ey? Ja, oh. Ha, hab die Tür zugemacht. Ich bin treuer, was? Fabrik mit Lava? Nein, ich. Oh Gott. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Eiben will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später, diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Wir müssen die Fabrik evakuieren! Ja, rennt mal ruhig weg. Wohin jetzt? Oh Gott! Was ist denn los, Daniel? Ich höre dich da nur am Leiden. Da ein Sturmtruppe an mir vorbei. Der Droid ist am Fetten.
Was macht der Druide? Der ist am Brennen. Ja, der Grump-Grump-Druide, ne? Ja. He doesn't give a shit about it. Wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Ist nur alles am Rennen und so was alles, ja, aber er ist vollständig. Wer, der Lando? Ja. Was soll er machen? Will überleben, Daniel. Und ich bin tot. Ich dachte, ich muss darüber springen. Ich bin direkt in der Lava gelandet. Wollte ich auch erst machen, aber. Asche.